Seit einigen Tagen läuft auf Netflix die Serie Unbelievable. Inspiriert von realen Ereignissen berichtet eine Teenagerin und widerruft schließlich ihre gemeldete Vergewaltigung. Darum geht's kurz und knapp und viel Spaß bei der Kritik hier auf Nerdtaste. So Leute, dann möchte ich auch gerne mit der Kritik beginnen. Es dreht sich natürlich um die Serie Unbelievable, die seit dem 13. September 2019 auf Netflix gestartet ist. Ist eine Miniserie, die 8 Folgen beinhaltet. 58 Minuten geht eine Folge, ist natürlich ein Drama und geht natürlich um das große Thema Vergewaltigung, was eigentlich ziemlich immer noch heutzutage Aufmerksamkeit braucht. Und ich möchte auch deshalb nochmal darauf ansprechen, wenn ihr Hilfe braucht, sagt das natürlich den Leuten, die dir nahesteht. Es ist wie mit Suizid, das ist hier genau das Gleiche. Worum dreht sich das eigentlich in dieser Serie Unbelievable? Inspiriert von realen Ereignissen berichtet eine Teenagerin, nämlich namens Mary Adler, und widerruft schließlich ihre gemeldete Vergewaltigung, während zwei Detectives Beweise untersuchen in anderen Bezirken, um die Wahrheit zu enthüllen, um diesen Serienvergewaltiger zu überführen. Kommen wir erstmal zu der Pro-Seite dieser Serie, die ja wirklich sehr kurzweilig ist, mit 8 Folgen. Für mich war es einfach eine Binge-Serie. Ich habe sie wirklich durchgebinged. Und das muss man einfach so lassen. Diese Serie ist spannend erzählt. Spannend erzählt von der ersten Folge bis zur letzten Folge. Und sie fängt natürlich mit der Hauptprotagonistin an. Das ist dann natürlich die Mary Adler, geschauspielert von Caitlin Dever, die aussieht wie eine 12-Jährige in dieser Serie. Und man muss einfach sagen, sie ist diese Newcomerin, auch wie es viele in der Presse halt schreiben. Und das füllt sie einfach aus. Dieses Unschuldige, man wird nicht ernst genommen, Gesellschaft. Und das kann sie einfach super darstellen. Und das ist einfach, was mega Spaß macht an dieser Serie. Was heißt mega Spaß? Man kauft es hier einfach total ab. Und es ist einfach so, dass diese Geschichte über das unsagbare Trauma und das Unrecht, was da passiert. Sie spielt ja ein 18-jähriges Vergewaltigungsopfer, bis dann erst eine Therapeutin sie dann wirklich aus diesem Kreis rausholt. Sie sagte selber, wenn die Wahrheit so unbequem ist, glauben sie dir nicht. Und das ist das Problem. Sie ist 1,60 Meter, zusammengekauert, hängt sie meistens in der Ecke, hat Sommersprossen und sieht einfach aus wie ein trauriges Teenie. Und das kauft man ihr einfach total ab. Und das ist aber das Pendant nochmal zu den Detectives. Das spielen einmal Toni Collette, die Detective Grace Rasmussen, und Merritt Weaver als Detective Carol Duval. Und die machen einen starken Gegenpart. Man merkt, dass so diese ganze Serie sehr stark besetzt ist. Zum Beispiel eine Daniel McDonald als Amber, als auch als Opfer. Diese werden einfach im Storytelling, einfach im Aufbau dieser Story, das Drehbuch ist einfach so sehr stark gemacht, weil es einfach immer nur Bruchstücke zeigt. Es muss aber auch sagen, es wird auch mit ein paar Flashbacks rumhantiert, was ja viele nicht mögen, aber es wird trotzdem gut dargestellt. Und das ist einfach das Gute an dieser Serie, das Drehbuch, die Schauspielerei, einfach ein starker Cast, sage ich mal, und die Grundstimmung. Die Grundstimmung ist einfach sehr gut dargestellt, ist immer sehr, ja, melancholisch auf jeden Fall. Die Grundfarbe ist sehr düster und man merkt es einfach. Es ist einfach, dieses Thema wird immer nach und nach aufgerollt. Man fiebert einfach in jeder Folge mit. Wie wird das jetzt aufgelöst? Fassen Sie diesen Vergewaltiger? Wie überführen Sie das? Durch schlampige Arbeit, wie es auch in dieser wahren Begebenheit war, wurde es erst nicht überführt. Und es ist heutzutage teilweise immer noch so, dass manche Polizisten, Detektive, einfach es nicht gebacken bekommen und auch natürlich, sag mal, die Leute natürlich auch schlauer werden und natürlich die Arbeit der Polizisten auch besser verstehen und natürlich nicht überführt werden. So, oder es trauen sich diese Opfer halt einfach nicht, einfach darüber zu sprechen, kann man natürlich auch verstehen. Und das stellt einfach diese Serie dar. Zudem muss man einfach sagen, dass diese Darstellungen in den Szenen, wo halt die Opfer vergewaltigt werden, einfach nur mal kurz angeteasert werden. Das ist einfach was fürs Kopfkino. Einfach, dass da nicht viel passiert, okay, weil natürlich wäre es natürlich zu heftig für die Zuschauer, sage ich mal. Wobei, das wäre natürlich so ein bisschen natürlich die Kirsche auf der Torte gewesen, das natürlich ein bisschen heftiger zu machen. Wobei, es reichte total so aus, weil es war einfach, wie gesagt, nur fürs Kopfkino. Was finde ich nicht so gut an dieser Serie? Ja, was ich gerade sage, vielleicht ein bisschen manchmal zu ruhig die Stimmung an sich. Immer sehr, sag mal, es wurde ja auch nicht schnell erzählt, das ist ja okay. Aber es ist dann aber so, es ist ein typisches Drama. Dramen müssen nicht immer so viel Action haben, sie müssen gut erzählt sein, es muss auf jeden Fall was Gravierendes passieren, das passiert hier auf jeden Fall. Und da habe ich eigentlich gar nicht viel zu meckern.
Für mich ist es einfach unbelievable, eine gut gemachte Serie, und bekommt von mir 8 von 10 Punkten. Das ist einfach eine klare Empfehlung. Leute, wenn ihr Lust habt, könnt ihr natürlich auch gerne einen Kommentar schreiben, ob ihr die Serie schon gesehen habt. Ansonsten schaut euch die mal gerne an und kommentiert einfach danach, oder? Ich würde einfach sagen, Leute, schaut mal wieder rein in die nächsten Tage. Da wird natürlich sehr schöne Videos hier online gehen. Vielleicht was, mal gucken, zu Elite oder vielleicht auch zu Tote mit den Lügen nicht. Auf jeden Fall schaut hier rein. Lasst gerne ein Abo hier, lasst gerne ein Like hier. Und ich würde sagen, bis dann und ciao und bam!